Sehr geehrte Damen und Herren, liebe KollegInnen, liebe Studierende, liebe KooperationspartnerInnen, liebe Freundinnen und Freunde der Hochschule Bremerhaven, als Hausherrin möchte ich Sie ganz herzlich zum mittlerweile 9. Treffen von Science Meets Business begrüßen. Ich hätte Sie alle gerne natürlich in der Hochschule begrüßt und mit Ihnen über aktuelle Projekte diskutiert und vielleicht auch mit dem einen oder anderen am Stehtisch neue gemeinsame Projektideen entwickelt. Aber leider ist dies alles zurzeit nicht möglich. Wir hatten überlegt, das Treffen ganz ausfallen zu lassen. Aber wir haben so viele spannende Themen, die wir trotz Corona gerade bearbeiten und über die wir gerne berichten möchten. Und wir möchten gerne mit Ihnen in Kontakt bleiben. Deshalb haben wir uns für ein digitales Format entschieden. In diesem Livestream werden wir in der kommenden Stunde zwei ganz konkrete Projekte in zwei Gesprächsrunden vorstellen. Lehnen Sie sich zurück in Ihrem Sessel. Genießen Sie den Livestream wie eine kurzweilige Dokumentation über die Hochschule. Und anschließend treffen wir uns dann in virtuellen Räumen für den Austausch. An dieser Stelle möchte ich mich aber noch ganz herzlich bei denen bedanken, die dieses Online-Format überhaupt ermöglicht haben. Die technische Umsetzung wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung aus der Informatik mit der Arbeitsgruppe rund um Professor Radfelder und Herrn Seifert und den Studierenden, die diese Plattform gebaut haben und stetig weiterentwickeln. Die inhaltliche Ausgestaltung mit Unterstützung durch Ben Küter und natürlich den KollegInnen aus der Hochschule und den KooperationspartnerInnen der Projekte, die Sie gleich kennenlernen werden, und natürlich Herrn Sauter vom AWI, der uns später durch die Gespräche führen wird. Und Herrn Tröbner und Herrn Schendel, die uns in der Organisation unterstützt haben. Und natürlich die ganz vielen Kooperationspartner, die uns ermöglichen, diese Veranstaltung durchführen zu können. Zwei Projekte werden wir vorstellen. Zwei von 24 Projekten, die wir derzeit mit Drittmitteln von Land, Bund und der Europäischen Union gefördert bekommen. Und überwiegend in Kooperation mit regionalen und Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft umgesetzt werden. Die Projekte haben eine Gesamtfördersumme von etwa 9,4 Millionen Euro über die gesamte Laufzeit. Und sie haben eine durchschnittliche Laufzeit von 1 Jahr bis 3 Jahre. Und das ist in den letzten Jahren sehr gewachsen, dieses Fördervolumen. Und darauf sind wir sehr stolz. Alle vier Forschungscluster, die wir haben, Energie und Meerestechnik, Life Sciences, Logistik und Informationssysteme sowie Tourismus und Management haben spannende Projekte, die vom Thema Wasserstoff über nachhaltige Logistikkonzepte bis hin zur Digitalisierung in der Lebensmittelproduktion reichen. Die Forschungscluster oder das Forschungscluster Energie und Meerestechnik ist bereits in die Forschungslandkarte der Hochschulrektorenkonferenz aufgenommen worden. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt wird voraussichtlich im kommenden Jahr dazu kommen. Die Bewerbung wurde im Sommer 2020 eingereicht. Und worauf wir auch ganz stolz sind, was gerade durch die Presse gegangen ist, mit einer Förderung von Bund und Land sicherte sich die Hochschule Bremerhaven im Programm FH Personal bis zu 3,3 Millionen Euro. Mit diesem Programm will der Bund und das Land die Fachhochschulen in ihrer wichtigen Rolle für den Wissenschafts- und Innovationsstandort Deutschland stärken und einen Karriereweg für die FH-Professuren entwickeln. Gerade diese Fördermittel werden uns helfen, flankierende Maßnahmen aufzubauen in unserem Hochschulausbau, die sehr wichtig sein werden für uns. Ich könnte noch viel mehr über die Hochschule erzählen, aber ich will eigentlich genügend Zeit lassen und insbesondere freue ich mich, dass uns noch ein Grußwort des Bürgermeisters Dr. Andreas Bovenschulte erreicht hat. Leider mussten wir es bereits im Vorfeld aufnehmen, er kann heute Abend nicht dabei sein, aber alle werden verstehen, dass aktuell sehr drängende Entscheidungen anstehen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Professor Vosseberg, ich freue mich sehr, heute bei der 9. Veranstaltung des Netzwerks an der Hochschule Bremerhaven ein Grußwort sprechen zu können. Auch wenn uns die Videoformate wohl allen mittlerweile so ein bisschen zum Hals raushängen und wenn die schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie an den Nerven zerren, ich freue mich sehr, auch auf diese Art und Weise Ihnen
meine Grüße überbringen zu dürfen. Natürlich hätte ich es lieber live gemacht, aber trotzdem, auch so kommt es von Herzen. Die Hochschule Bremerhaven hat sich mit innovativer Lehre für ihre Studentinnen und Studenten einen Namen gemacht, und zwar weit über Bremerhaven hinaus. Sie steht mit ihren Angeboten im ständigen Austausch mit der lokalen Wirtschaft und zeigt dadurch, dass Wissenschaft keine Angelegenheit für den Elfenbeinturm ist. Der Transfer von Know-how von der Hochschule in die lokalen Unternehmen mit Innovationsprojekten steht im Mittelpunkt der nächsten Entwicklungsphase. Wenn man sich die positive Entwicklung Bremerhavens anschaut, dann hat die Hochschule dazu einen ganz, ganz großen Beitrag geleistet. Bremerhaven hat sich zu einem Zentrum der maritimen Forschung entwickelt, unter anderem nicht nur im Bereich der Offshore-Windenergie, sondern auch in anderen Bereichen. In Bremerhaven sind Institute von Weltrang angesiedelt. Ich brauche nur das Alfred-Wegener-Institut zu nennen. Und mittlerweile arbeiten über 10% der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in hochqualifizierten akademischen oder wissenschaftlichen Bereichen. Das zeigt, dass Bremerhaven eine Entwicklung genommen hat, die man, sagen wir, vor 10 oder 15 Jahren noch überhaupt nicht voraussehen konnte. Eine erfolgreiche Entwicklung, bei der wir aber nicht stehen bleiben wollen, sondern die wir weiter positiv nach vorne wenden wollen. Der Senat wird die Hochschule dabei unterstützen, dem Leitbild eines Silicon Valley an der Weser auch weiterhin näher zu kommen. Wir brauchen die enge Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft in Bremerhaven, aber auch insgesamt im Land Bremen, um unsere Zukunft, auch unsere wirtschaftliche Zukunft, aktiv gestalten zu können. Dafür bedarf es eines intensiven Austausches, dafür bedarf es intensiver Diskussionen, dafür bedarf es einer Bereitschaft, gemeinsam an diesem Ziel zu arbeiten. Und deshalb ist es so wichtig, so ein Forum wie das heutige zu haben. Science Meet Business, das ist eine Veranstaltung nicht nur mit einer großen Tradition, sondern auch mit einer großen Zukunft. Und ich möchte allen Beteiligten, insbesondere den Herren Hans-Jörg Tröbner und Uwe Schendel, danken, dass sie sich erneut der Mühe der Organisation unterzogen haben, und wünsche der Veranstaltung richtig guten Austausch, viele, viele interessante Diskussionen und einen guten Verlauf. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr Andreas Bovenschulte. So, jetzt bin, glaube ich dran. Einen schönen guten Abend allerseits. Ich möchte Sie ganz herzlich auch von meiner Seite her begrüßen hier bei diesem Science Meets Business Event, wo wir Bremerhaven als Standort für nachhaltige Wertschöpfung ein wenig genauer betrachten wollen. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich komme ursprünglich aus der Tiefseeforschung als Geochemiker und bin am ABI schon sehr lange auch in Technologie und Innovationsentwicklung involviert, leite seit einigen Jahren die Stabsstelle Technologietransfer und arbeite somit eben an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Und auch da hatten wir schon damals mit I2B, aber eben auch mit SMB sehr viele Kontakte und Anknüpfungspunkte. Mir ist es persönlich ein Anliegen, diesen Kontakt mit der Hochschule zwischen ABI und Hochschule auch voranzubringen, weil ich denke, exzellente Forschung und exzellente Lehre, Ingenieurs- und Naturwissenschaften sind sehr komplementär und passen sehr gut zusammen, gerade wenn man in Nachbarschaft miteinander lebt, Grundlagen und Anwendungen, Regionales und Internationales zusammenzubringen. Und das, glaube ich, macht es sehr spannend, hier in einer Stadt zu leben, die auch sehr reich ist an wissenschaftlichen Einrichtungen, aber eben auch sehr reich an sehr besonderen Unternehmen und wirtschaftlichen Richtungen. Und heute wollen wir, wie schon Frau Vosseberg vorhin gesagt hat, zwei Punkte etwas genauer beleuchten in diesem Hinblick, und eben unter dem Thema Standort für nachhaltige regionale Wertschöpfung wollen wir uns zunächst einmal ein Projekt anschauen, was uns Barbara Schieferstein genauer vorstellt, mit dem Titel Wissen schafft Lebensraum. Und ich will da gar nicht zu viel dazu sagen. Barbara Schieferstein ist, glaube ich, eine Kollegin, die genau da an der Stelle richtig ist, dieses Projekt auch zu befördern. Sie ist promovierte Biologin, hat lange auch im behördlichen Umweltschutz, aber auch eben im Innovationswesen, zum Beispiel auch im Bremer Senat gearbeitet, und ist jetzt bei der BIS zuständig für Existenzgründung, Kultur und Kreativwirtschaft.
Und sie unterstützt dieses Projekt, das wir, von dem wir jetzt mehr erfahren werden, eben auch von dieser Seite aus. Herzlichen Dank und genießen Sie die Präsentation. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich an dieser Stelle heute Abend das noch sehr junge Projekt Wissenschaft Lebensraum vorstellen darf. Dieses Projekt begleiten wir seit September diesen Jahres. Das ist ein Projekt, das von dem BMBF, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, gefördert wird in der Programmlinie WIR, Wandel durch Innovation in der Region. Wir sind drei Partner, also neben der Hochschule Bremerhaven, das TTZ aus Bremerhaven und wir seitens der Wirtschaftsförderung haben die koordinierende Rolle in diesem Projekt inne. Das Alfred-Wegener-Institut, das eben schon genannt wurde, unterstützt uns bei der Arbeit, die jetzt auf uns zukommt. Ganz kurz zu der Zielstellung, die wir vor uns haben. Wir haben uns vorgenommen, ein Bündnis aus Bürgerinnen, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik in Bremerhaven und in der Region Unterweser zu gründen, ins Leben zu rufen, um regional nachhaltige Versorgung durch Lebensmittel und urbane Landwirtschaft zu unterstützen und zum Teil zu initiieren und dort aufzusetzen auf Projekte und Initiativen, die es schon gibt. Dafür benötigen wir Kompetenzen, Technologien und die Netzwerke, die schon bestehen und haben dort den ehrgeizigen Anspruch, Akteure zusammenzuführen und gemeinsam zu einem nachhaltigen Lebensmittelregion zu entwickeln. Was haben wir vor? Exemplarisch haben wir in dem Projektantrag einige Bausteine und Werkzeuge skizziert, die aber nur exemplarisch hier erstmal stehen. Es geht um Algenzucht, es geht um urbane Landwirtschaft, um die Brücke zu schlagen zwischen Stadt und Land. Pilzzucht ist dabei ein Beispiel, das uns umtreibt und hier an der Hochschule auch in Pilotanwendungen schon erprobt wurde. Es geht um die regionale Vernetzung, das hatte ich eingangs erwähnt. Wir wollen von Beispielen lernen aus dem Umland und auch Bedarfe aus dem Umland aufgreifen. Es geht um Aquaponik, um Kreislaufsysteme allgemein. Und das Wichtige bei dem Ansatz ist, dass wir uns mit in Beteiligungsprozesse begeben werden, wo die Initiativen, die dort unterwegs sind, uns begleiten sollen und wo wir unterstützen möchten und verstärkt mehr bewirken möchten. Wir haben dort Schnittstellen zu regionalen Lieferketten und der Bildungssektor ist nicht zu vergessen. Einerseits Bildung in Schulen, in Kindergärten. Es geht auch um akademische Ausbildung, das ist der Link hier zur Hochschule. Es geht um berufliche Fort- und Weiterbildung. Also da ist erstmal der Strauß offen und jetzt gilt es, diesen Strauß zu erden. Wo befinden wir uns? Wir sind in der sogenannten Konzeptphase. Diese Konzeptphase geht bis Mai und am Ende so einer Konzeptphase muss ein Konzept stehen. Das heißt, wir sind jetzt verstärkt dabei, Ideen, die wir schon haben, aber auch neue Ideen, die Sie vielleicht haben, in dieses Projekt zu integrieren. Wir möchten in Praxisworkshops und in sogenannten Fokusgruppen mit Akteuren aus dem Umland und aus der Region, aus der Stadt, die Projektideen, die es gibt, konkretisieren und schärfen, sodass wir im Mai in der Lage sind, dem BMBF gegenüber zu zeigen, mit welchem Weg, mit welchen Projekten wir in den nächsten Jahren zu einer nachhaltigen Versorgungsstruktur in Bremerhaven und umzu kommen wollen. Dafür brauchen wir Ihre Ideen und Anregungen und deswegen haben wir heute uns sehr gefreut, die Chance zu haben, in diesem Prozess, in dem wir uns mittendrin befinden, Ihre Gedanken und Ideen und Ansätze aufgreifen zu können. Im Mai wird entschieden, wie es weitergeht und wenn wir mit dem Konzept in eine Folgephase, in eine Umsetzungsphase kommen, haben wir hoffentlich die Chance, in den Jahren ab 22 bis 27 all die Ideen umzusetzen, mit einem Ernährungsrat, der noch zu gründen ist und gegebenenfalls mit dem Ernährungsrat Bremen weiter fortzusetzen, in die Umsetzung zu kommen und mit Ihnen gemeinsam in Beteiligungsprozessen bis idealerweise 2027 zu einer nachhaltigen Struktur zu kommen. Vielen Dank. Wir sind sehr gespannt auf das, was Sie uns nachher in den Chaträumen mit auf den Weg geben. So, jetzt machen wir mal an dieser Stelle noch etwas weiter mit einem kleinen Dialog oder Trialog, sollte ich sagen. Und da darf ich zuerst mal Professor Dr. Imke Lang vorstellen. Sie ist hier an der Hochschule
Professorin für marine Biotechnologien. Und sie unterrichtet eben im Bachelorstudiengang Biotechnologie der marinen Ressourcen und auch im Masterstudiengang Biotechnologie. Und dann haben wir auf der anderen Seite Martin Schüring, der ist Leiter Innovation beim TTZ in Bremerhaven und auch einer der Mitinitiatoren dieses ganzen Projektes. Und ich freue mich, dass ihr beide da seid und würde gerne mit Martin einfach mal starten. Und zwar zu dem Punkt, wie es eigentlich zu dem Projekt kam. Wie gesagt, du bist einer der Initiatoren dieser ganzen Initiative. Ja, eigentlich ganz einfach. Ich hatte mich in verschiedenen Projekten schon immer so mit Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz und Ähnlichem befasst und seit letztem Jahr auch verstärkt so mit Kreislaufstadtkonzepten und Ähnlichem. Hatte mich dann auch mit einem Kollegen von AVI, dem Bela Buck, mal zum Jahresende getroffen und wir haben gedacht, lasst uns doch mal verstärkt in die Stadt- und Regionalentwicklung einbringen. Und zeitgleich kam ja diese Ausschreibung, dann dachten wir, jo, das müssen wir machen. Und dann war Weihnachten und dann haben wir das so in einer Woche, ich sag mal zusammen, also wirklich erfolgreich, mal nicht zusammen gestrickt, sondern wirklich ein fundiertes Konzept, weil die ganzen Ideen waren ja schon da und wir mussten sie nur noch in Anführungsstrichen systematisieren. Das war spannend und toll. Ich erinnere mich, dass das auch unter extremem Zeitdruck nachher zusammenzuschreiben war und umso schöner, dass das dann jetzt auch in die Förderung gekommen ist. Was ist denn, Imke, der Hintergrund dieser Förderlinie? Meistens haben ja Förderlinien eigentlich ein politisches Ziel, sollen ja irgendwo hinführen. Also es ist eine Förderlinie, wo es darum geht, die strukturschwachen Regionen zu stärken. Das heißt also Potenziale zu entdecken, Potenziale auch zu fördern, zu vernetzen und letztendlich dann im Bereich Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft voranzukommen und nachhaltig langfristige Strukturen in Bremerhaven zu schaffen. Das wäre meine zweite Frage an dich gewesen, was denn eigentlich die Hauptziele sind. Und das hast du jetzt eigentlich schon wunderbar damit erschlagen. Vielleicht noch ein Punkt. Ja. Wie verhält sich das im Bereich der Innovation versus, weil das steht ja auch in dem Thema dieser BIA-Förderlinie schon drin, versus dann eben auch soziale Innovation und dergleichen. Das ist ja eigentlich relativ neu, dass das auch mit aufgenommen wird in die Innovationslandschaft auch des Ministeriums. Genau, also ich glaube, unser Ansatz ist insofern innovativ, weil wir versuchen oder uns bemühen, eben Wissenschaft und Bürgerinnen und Bürger zusammenzuführen, also die Gesellschaft und Technik, Wissenschaft zusammenzuführen und dort gemeinsam irgendwas zu erreichen. Das kann sowohl im Kleinen geschehen, das kann aber auch im Großen geschehen. Ich glaube, das ist so das Hauptziel bei uns, dass wir ein Netzwerk schaffen, wo sich alle wohlfühlen und alle auch mitwirken dürfen. Okay, ja, vielen Dank. Martin, du bist ja jemand, wenn der durch Bremerhaven läuft, dann fallen ihm an jeder Ecke neue Ideen ein, was zu tun ist. Und dementsprechend sind auch ganz viele verschiedene Akteure und Akteurinnen da in dem Projekt auch versammelt schon oder stehen auch schon auf der Liste, dann in der zweiten Phase mit eingebunden zu werden. Diese hohe, große Themenvielfalt kann natürlich auch durchaus einerseits bereichernd sein, andererseits auch eine Herausforderung. Wie seht ihr das? Wie wollt ihr das, diese Heterogenität oder eben, wie wollt ihr das managen, beziehungsweise auf diesen verschiedenen Ebenen das Projekt da durchführen? Ja, ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil wir haben wirklich, wenn man so sagen will, einen bunten Blumenstrauß von Ideen, ob das jetzt eine Aquaponik-Farm ist, ob das was mit Algen ist, ob das Gemeinschaftsgärtnern ist, ob das solidarische Erzeugungs- und Vermarktungsmodelle sind, ob das neue Bildungsangebote sind, Integration der Region, Lieferung von der Region in die Stadt. Das heißt, wir haben ein sehr breites Themenspektrum. Deswegen machen wir ja auch ab morgen so Fokusgruppen mit, ich nenne es mal Entscheidern oder Vorantreibern, Initiativen. Und dazu auch noch viele verschiedene Workshops, die wir in der nächsten Zeit planen wollen, mit Beteiligung von Menschen, von Unternehmen, Unternehmern, Initiatoren, Leuten aus der Bildung, die wirklich konkrete Projekte vielleicht initiieren möchten. Zur Inspiration haben wir ja auch so eine Ausstellung da im ehemaligen Geldenhaus am Theodor-Heuss-Platz. Da kann man mal gucken, was es alles gibt. Wir hoffen, dass über die regionalen Medien demnächst auch mal eine Serie erscheint. Das sieht ganz gut aus, wo einfach mal Beispiele, was eigentlich schon alles gemacht wird. Ne? Ich sage immer so locker, es ist ja eigentlich alles schon erfunden. Man muss nur mal gucken, und was können wir hier in der Region eigentlich machen.
Ne? Das heißt, ich verstehe, dass das kein Closed Shop ist, sondern ein Projekt, wo man noch mitmachen kann. Und ihr sucht ja jetzt auch für die Umsetzungsphase konkret noch Menschen, die eben da auch noch was bewegen wollen. Wie kann man das am besten machen, dass man da dann integriert wird oder dass man mitmachen kann? Und das ist ja auch heute Sinn der Veranstaltung, das so ein bisschen rauszuposaunen. Genau. Also grundsätzlich kann natürlich erstmal jeder mitmachen, jede mitmachen, die oder der Lust hat, sich da bei diesem Projekt zu beteiligen. Konkret suchen wir natürlich Akteure, die Flächen vielleicht zur Verfügung stellen können oder ja, irgendwelche Gebäude oder vielleicht auch Restströme, Abwärme für die verschiedenen Projekte, die wir gerade schon genannt haben, sei es jetzt eben Aquaponik oder auch Pilzzucht. Wir suchen aber auch Akteure, die vielleicht im Bildungsbereich unterwegs sind und dort vernetzen in unsere Richtung oder vielleicht auch eben Bildungsangebote schaffen können, die wir in diesem Konzept jetzt entwickeln. Und ja, Martin, hast du noch ergänzende Suchaufrufe? Ist eigentlich schon ganz gut. Ich sage immer so ein bisschen locker und provokant. Ich meine, halb Lehe steht leer, was man da an Pilzen züchtigen könnte oder an was weiß ich nicht. Alles. Jetzt mal ganz pragmatisch gedacht. Ja. Ne? Und wie gesagt, es ist ein sehr praktisches Projekt. Also jetzt nicht so ein akademisch abgehobenes. Es soll wirklich was bringen. Und wir hoffen ja auch, dass wir, also jetzt im Grunde entwickeln wir ja, was wir alles machen könnten, suchen Begeisterte, die dabei sind. Und es wirkt ja auch ein potenziell nicht unbeträchtlicher Geldsegen, falls wir diese diese Umsetzungsphase tatsächlich bekommen. Und grundsätzlich haben wir eine Website oder ist schon da, glaube ich, oder wird aktuell aufgesetzt. Ist gerade, also die gibt es schon. Ja. Ja. Und also da kann man sich natürlich auch nochmal informieren oder auch melden. Wir haben eine E-Mail-Adresse und ich glaube, da kann man schon auch fündig werden oder eben Frau Schieferstein, Martin Thüring oder mich kontaktieren. Ihr habt ja jetzt euer Gesicht gezeigt hier alle, also von daher ist das, glaube ich, ganz gut. Eins hätte ich noch gerne gewusst, wie ihr euch vernetzt. Es gibt ja in Bremerhaven im Moment ganz viele verschiedene Aufbrüche. Es gibt eben den Denkraum Bremerhaven, es gab jetzt das Landestourismusforum und es gab den Hightech-Strategie-Regionaldialog in Bremerhaven, an dem auch viele vielleicht, den viele mitbekommen haben. Habt ihr da überlegt, wie ihr das zusammenführt? Weil das ist natürlich wichtig, dass wir die Menschen jetzt nicht parallel in verschiedenen kleinen Universen solche Dinge oder da mitmachen lassen, sondern dass es wirklich ein großes Ganzes wird. Ja, wir haben ja sehr viele Schnittmengen und wir haben zum Glück ja auch Barbara Schieferstein und auch ich und auch Linda Böhm, die auch sehr aktiv ist im Projekt von Anfang dabei, Kollegin. Wir versuchen schon, ein Netzwerk der Netzwerke zu sein, also praktisch ein großes Netzwerk aller innovativen, kreativen, die also Bremerhaven und die Region mal richtig nach vorne bringen wollen. Ja? Und das ist auch wichtig, damit nicht jeder wieder von vorne anfängt. Also, das gibt es doch alles schon. Da machen wir einfach mit und mit eigenen Ideen gehen wir weiter voran. Auf jeden Fall sind alle extrem motiviert, wie ich sehe. Vielleicht noch eine kurze Frage hier an die Hochschullehrerin, wie das mit der Integration ist von Studierenden und von jungen Menschen. Bildung wurde zwar schon angesprochen, aber habt ihr da an der Hochschule noch spezifisch irgendwie? Also aktuell habe ich zusammen mit der Kollegin Frau Diekmann ein Wahlfach, nenne ich es mal, das nennt sich Urban Farming, wo Studierende aus verschiedenen Studiengängen sich engagieren und Konzepte erarbeiten für Urban Farming Strukturen in Bremerhaven. Und das ist so das Aktuelle und grundsätzlich wünschen wir uns für dieses Projekt oder wünschen wir uns generell, dass Studierende eben nach ihrem Studium auch gerne in Bremerhaven bleiben und ihr Know-how hier einbringen, sich vielleicht gründen möchten, irgendeine Firma. Also das ist so, das denke ich mal seitens der Hochschule, dass wir eine Struktur schaffen, die Lust macht, hier zu bleiben. Und da, denke ich, schließt sich der Bogen mit dem Titel des Projektes Wissen schafft Lebensraum. Richtig. Und ich meine, darauf wollen wir ja auch hinaus eigentlich. Gut. Die nächsten Schritte, glaube ich, sind auch schon angedeutet worden. Barbara Schieferstein hatte da diese Zeitfolie gezeigt. Deswegen würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal bei euch ganz herzlich. Danke. Nachher gibt es ja eben auch noch den Chat, wo das alles vertieft werden kann. Und jetzt machen wir eine kleine Umbaupause und sehen dort
die SMB Event Partner Slides. Das ist auch ganz wichtig, weil das ja eben so darüber funktioniert ja unser Netzwerk. So, ich bin, glaube ich, schon wieder auf Sendung. Das fand ich, war schon mal ein ganz inspirierender... Oh, genau. Zum Glück habe ich jetzt kein Headset auf, sonst wäre alles auseinandergefallen, samt Brille und Maske. Also, ich fand, das war schon ein erster interessanter Blog, den wir gerade diskutiert haben. Und während also Wissenschaft Lebensraum ja die ganze Region Bremerhavens als Modellregion quasi anspricht mit einer Fülle von verschiedenen Einzelprojekten und Imke Lang hatte das gerade schon erwähnt, Kreislaufwirtschaft, das gibt es natürlich auch auf verschiedenen Ebenen. Da wollen wir jetzt etwas weiter reinzoomen und wollen uns eben angucken, ein spezifisches Projekt, wo es dann nicht um die Abwärme jetzt vielleicht von Aquaponik geht, aber eben auch die Nutzung von Abwärme für die Lebensmittelwirtschaft und zwar eben aus einer ganz anderen Branche heraus. Das ist das Besondere an der Sache, dass eben im Fischereihafen hier unter dem Projektnamen Trockenfisch die Akteure sich zusammengeschlossen haben, die ich gleich vorstelle kurz, um eben die Abwärme aus der Keramikherstellung für die Trocknung von Fischlebensmitteln zu nutzen. Vielleicht ganz kurz eine kleine anekdotische Geschichte. Sie fragen sich vielleicht, wenn Sie das hier lesen, das ist ja eigentlich ein Druckfehler, Trockenfisch, da fehlen ein paar Buchstaben. Wir haben gerade eben vom AWI aus auch einen Antrag eingereicht und dann stellt man fest, dass das Akronym maximal 10 Zeichen lang sein darf. Also wurde ganz schnell das passend gemacht und das schafft aber auch für dieses Projekt einen absolut unverwechselbaren Charakter und Projektnamen. Darüber möchte ich jetzt gar nicht mehr sprechen, sondern möchte gerne hier den Experten herbitten, der Ihnen das Ganze etwas näher bringt. Das ist Professor Dr. Ing. Axel Gottschalk. Er ist auch hier an der Hochschule in Bremerhaven Professor für thermische Verfahrenstechnik. Er arbeitet im Studiengang Nachhaltige Energie- und Umwelttechnologien beziehungsweise auch dem Masterstudiengang Process Engineering and Energy Technology. Und zudem ist er Unternehmensgründer und hat eben sich auch wirklich der Nachhaltigkeit im Prozessmanagement und in der Verfahrenstechnik verschrieben. Herr Gottschalk, schön, dass Sie da sind. Machen wir eine kleine Rochade und Ihnen gehört hier die Bühne. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir hier das Projekt Trockenfisch vorstellen können. Wir sprechen das normalerweise so aus mit den fehlenden Buchstaben, weil das dann einfacher über die Lippen kommt. Was wir in diesem Projekt hier vorhaben, ist die Nutzung industrieller Abwärme zur Herstellung von Trockenfischprodukten. Warum machen wir das Ganze? Einer der Motivationen ist, dass wir am Ende des Tages CO2 einsparen wollen. Wir wollen aber auch versuchen, hier in Bremerhaven Trockenfischprodukte herzustellen, die am Markt sich behaupten können, also irgendwie kostengünstig sind. Und deshalb haben wir versucht, eine Energiequelle zu finden, die halt nicht mit Primärenergieträgern teuer bezahlt werden muss. Das ist das Stichwort Abwärmenutzung. Wir wollen also versuchen,
Wärme, die schon einmal erzeugt worden ist und schon einmal genutzt wurde, ein zweites Mal einzusetzen, ohne neues CO2 zu emittieren. Ja, und das Ganze machen wir halt in diesem Vorhaben, indem wir hochwertige, natürliche Trockenfischprodukte herstellen wollen. Und das Ganze wird halt realisiert im Rahmen einer sektorübergreifenden Kooperation. Wir haben also versucht, hier Akteure vor Ort in Bremerhaven zusammenzubringen, die sich vielleicht sonst nicht so über den Weg laufen, um das Ganze zu entwickeln und zu realisieren. Die Umsetzung ist geplant für Standort Bremerhaven, und zwar den Fischereihafen. Die Projektpartner, die sich zusammengefunden haben, ist einmal die Firma Lübbert. Dazu haben wir gleich noch einen Vertreter hier, der dann aus erster Hand Ihnen da noch was zu sagen kann. Und das ist halt ein alteingesessenes Unternehmen, was mit dem Fischhandel groß geworden ist. Nähere Details gleich aus erster Hand. Wir haben die Firma Nordseerahmen dabei. Das ist unsere Wärmequelle. Das ist, die betreiben hier in Bremerhaven eine ganz moderne Fliesenfabrik. Und beim Fliesenbrennen braucht man halt Öfen. Und die Öfen brauchen viel hohe Temperaturen, um die Fliesen zu brennen. Und da bleibt halt irgendwo Abwärme übrig. Und der dritte Partner im Bunde ist die Hochschule Bremerhaven. Und da vertreten mit zwei Arbeitsgruppen einmal die Kollegin Reimold aus der Lebensmitteltechnologie. Die werden wir auch gleich später noch im Anschluss an unser Gespräch hier dann in den Chatmöglichkeiten haben. Die wird uns da auch direkt aus erster Hand Fragen beantworten können und Ihnen. Und die zweite Gruppe haben wir gerade eben schon gehört. Das bin ich mit den Verfahrenstechnikern, die sich um die technische Realisierung der Energierückgewinnung dann beschäftigen werden, wie man das Ganze dann technisch umsetzen wird. Ja, die Idee, hier haben Sie zwei Eindrücke. Wir haben ja auf der linken Seite einmal eine Impression von so einem Fliesenbrennofen, wo die Fliesen also auf dem Förderband durchgefahren werden. Hochtemperatur, richtig hohe Temperaturen, deutlich heißer als zu Hause. Und auf der rechten Seite sehen wir, was dann wir dann mit dieser Abwärme, die am Ende des Tages dann irgendwo bei denen durch den Kamin geht, bisher, wie wir da dann Produkte wie auf der rechten Seite auf dem Foto herstellen wollen, entsprechend Trockenfischprodukte. Ja, und wie wir das Ganze irgendwie umsetzen wollen, unsere Ideen, unsere Konzepte sind halt unten in dem hellblauen Teil für Sie visualisiert. Wir haben also die industrielle Abwärme, die bisher ungenutzt ist oder die noch ungenutzte industrielle Abwärme, die werden wir dann aus dem Kamin irgendwie auskoppeln und in ein Wärmeübertragungsmedium überführen, was dann letztendlich genutzt wird, um die Wärme bereitzustellen, um die Fische zu trocknen. Also eine indirekte Trocknung, die wir da vorhaben. Ja, das so viel zur Einleitung und dann würde ich sagen, kommen wir ins Gespräch. So, ja, jetzt kann ich das wieder abnehmen. Ja, jetzt ist noch, Herrn Gottschalk haben Sie gerade ja schon etwas kennengelernt. Jetzt haben wir noch Sven Brasch bei uns, Geschäftsführer der Lübbert GmbH und Co. KG, glaube ich. Ja. Ja, Herr Brasch, erzählen Sie uns doch einfach direkt mal vielleicht ganz kurz, was Ihr Unternehmen regulär macht und wie Sie dann zu diesem besonderen, für Sie, glaube ich, recht besonderen Projekt auch gekommen sind. Ja, wir sind ein traditionelles Fischhandelshaus, 1923 gegründet und versorgen eigentlich die Fischindustrie, den Fischhandel mit Fischprodukten aus der ganzen Welt, die wir weltweit einkaufen und dann eben in den Handel und in die Industrie weitervertreiben. Und wir haben uns vor einiger Zeit Gedanken gemacht, wie wir unser Portfolio erweitern können und sind dabei unter anderem auch auf Tierfutterprodukte gekommen und auf Tierfutter-Snacks, die zum Teil aus Fischen hergestellt werden, und zwar im Trockenbereich. Und da haben wir gedacht, das wäre vielleicht für uns eine Chance, mal was Neues zu machen, haben uns dann ein bisschen damit beschäftigt, sind bei der Recherche darauf gekommen, dass das Ganze überwiegend heute in Asien und in Osteuropa hergestellt wird, und haben dann auf der Kundenseite erfahren, nachdem wir da ein bisschen tiefer eingestiegen sind, dass man gerne Produkte hätte, die vielleicht auch in Deutschland hergestellt werden. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, wie können wir diese Dinge zusammenbringen? Wir haben die Kompetenz im Fisch, aber eben nicht in der Trocknung, und haben dann durch einen persönlichen Kontakt eines Mitarbeiters zur Hochschule den Kontakt zur Hochschule herstellen können und haben gesagt, okay, habt ihr eine Idee für uns, wie man das Ganze realisieren kann und da das entsprechende Produkt draus machen kann? Ja, wie so oft, it's all about people. Also es geht dann über Menschen, die sowas katalysieren und die Schnittstelle bilden. Also das ist, finde ich, sehr spannend. Ich will
Gleich komme ich zu Ihnen nochmal. Ich würde gerne, weil Sie es gerade schon adressiert haben, einmal die Märkte nochmal eben ansprechen. Wie kann man sich da die Größenproportionen vorstellen? Zum Beispiel Fischlebensmittel und Fischtiersnacks, sind das, ist das Letztere zum Beispiel ein neu entstehender Markt? Oder nein, Tiersnacks ist heute schon ein relativ großer Markt. Sie haben im Tierfutterbereich insgesamt eine Umsatzgröße heute von deutlich über 4 Milliarden Euro. Und selbst im Tier-Snack-Bereich liegen sie heute bei gut 800 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, es ist ein gewachsener Markt, aber dieser Tier-Snack-Bereich gerade auf natürliche Art und Weise getrocknet, beziehungsweise ohne Zusätze mit einer natürlichen Wärme, das ist schon was, wenn gerade in Deutschland hergestellt wird, was wäre was Besonderes, muss man sagen. Und das ist das, wir wollen da nicht mit der Masse schwimmen, wir wollen da Klasse tatsächlich entwickeln und wollen eben hier etwas vor Ort machen. Ja, das hört sich, glaube ich, sehr spannend an. Und ja. Jetzt kommen wir mal auch, wie Sie das zusammenbringen. Über welche Temperaturunterschiede oder Temperaturen reden wir da? Vielleicht habe ich es bei Ihrem Vortrag verpasst, aber ich meine, es ist nicht ganz genau gesagt worden. Also welche Temperaturen entstehen bei so einer Keramikproduktion und andererseits, welche Temperaturen braucht man dann in der Fischtrocknung und wie kommt das zusammen? Ja, Keramiköfen sind Hochtemperaturprozesse, da sind wir deutlich über 1000 Grad Celsius unterwegs, um die Keramik zu brennen. Und die Firma Nordrit Ceram hat durchaus da schon einige Aktivitäten unternommen, die Wärme irgendwie, die hinten aus dem Ofen rauskommt, dann wieder in irgendeiner Form zurückzugewinnen. Also Energieeinsparprojekte sind da schon gelaufen und umgesetzt worden. Da gibt es bei klassischen Öfen zum Beispiel die Variante, dass man dann mit den heißen Abgasen die Verbrennungsluft vorwärmt. Gibt es viele Sachen, wie man da Energieeffizienz erhöhen kann. Da ist vieles von realisiert worden, aber die Abluft geht immer noch durch den Kamin, je nachdem, wo man da jetzt misst, ob man ganz oben an der Spitze misst, wo es in die Atmosphäre geht, in die Umgebungsluft oder weiter unten, sind wir oberhalb von 150 Grad auf jeden Fall. Also 150 Grad aufwärts bis zu über 200 Grad, die letztendlich ungenutzt bleiben. Und da haben wir also auf jeden Fall vom Temperaturniveau was Interessantes, was zumindest für Lebensmittelanwendungen, die ja normalerweise bis maximal 100 Grad so gehen, durchaus einsetzen können. Fischtrocknung selber ist ein Thema und wie da die optimalen Bedingungen sind, das versuchen wir in dem Vorhaben hier herauszufinden. Das macht die Kollegin Reimold aus Lebensmitteltechnologie. Die ermittelt also ganz salopp gesprochen, ich als Nicht-Experte in dem Bereich, wie der Fisch am liebsten getrocknet wird, dass die Qualität hinterher stimmt, dass die Haltbarkeit stimmt und die wird uns die Parameter vorgeben. Wir wollen ja nicht den Fisch Heißluft frittieren, sondern wir wollen ihn nur trocknen. Ne? Also brauchen wir eigentlich Wärme auf einem niedrigen Temperaturniveau, haben also genug treibende Kräfte für Wärmeübertragung. Und wie kommt die Wärme von dem einen Unternehmen zum anderen? Was ist da räumlich für eine Distanz? Wie kann man sich das vorstellen? Sie hatten das ja gesagt, das ist ein indirekter Wärmeaustausch, dass da eben keine Verschmutzungen übertragen werden und so weiter. Gibt es dann die verschiedenen Wärmetauscher wahrscheinlich, aber wie wird die Wärme dann da mit 150 Grad übertragen? Ja, wir werden also in dieser Abluftleitung Wärmeübertrager platzieren, die halt dann die Wärmemenge da rausholen und in ein Wärmeträgermedium überführen. Das kann zum Beispiel heißes Wasser sein, das kann aber auch zum Beispiel ein Thermoöl sein, wo man dann auf Temperaturen oberhalb von 100 Grad flüssig die Wärme aufnehmen kann. Ohne dass das dann verdampft so schnell. Genau. Mhm. Und das geht bis 300 Grad so mit Wärmeträgerölen ohne Probleme. Und dann haben wir an dem Standort neben Nordceram freie Flächen, die bisher nicht genutzt werden. Das Planspiel ist also so, dass wir dann eigentlich einmal nur über eine kleine Straße die Leitung führen müssen mit dem heißen Wärmeträgeröl, um dann in eine dort aufzubauende Fischtrocknungsanlage dann die Wärme zu liefern und da dann höchstwahrscheinlich dann die Wärme abzugeben wieder an Luft, um Luft aufzuheizen, um dann mit Luft zu trocknen, mit heißer Luft zu trocknen oder warmer Luft zu trocknen. Das ist so das Konzept, das Planspiel, was wir haben. Wir haben also dann eine grüne Wiese, also die grüne Wiese ist im Moment noch ein grüner Wald, also eher so Buschwerk, aber wenn wir da mal einmal durchgehen mit dem Gärtner, dann haben wir eine grüne Wiese und können da im Prinzip was platzieren. Das ist eigentlich auch geografisch natürlich ein sehr glücklicher Umstand. Wir haben ja in Bremerhaven nicht überall beliebig viele Flächen und auch, dass das gerade in der Nachbarschaft ist. Was kann man sich denn noch vorstellen? Was könnten Sie sich denken, wie Sie das noch weiterentwickeln? Gibt es noch weitere Dinge, die man mit Abwärme
herstellen kann, neue Produkte oder? Also mit Abwärme direkt sehen wir bei uns noch keine weiteren Produkte, aber was, ich sag mal, wir haben ja geschildert, der Ansatz lag im Tierfutter, Tiersnackbereich. Mhm. Was man definitiv sagen kann, ist, dass Trockenfischprodukte heute auch von ethnischen Bevölkerungsgruppen heute mittlerweile auch schon gegessen werden. Und das ist für uns dann natürlich, weil wir die Produkte in Lebensmittelqualität herstellen wollen, sowohl im Tierfutterbereich als auch dann für die Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass wir dort entsprechend dann auch Produkte für den menschlichen Verzehr herstellen wollen. Ja, interessant. Nun gibt es ja im Fischereihafen aber noch mehr Dinge als Abwärme. Es gibt ja möglicherweise auch noch Abkälte, wenn man so möchte. Also ist es denkbar, dass man eben da auch Kooperationen zwischen Unternehmen schafft, die zum Beispiel große Kühlanlagen betreiben? Das ist ja auch Kühlung macht natürlich Abwärme, die vielleicht dann nicht mehr ganz so einfach nutzbar ist. Aber gibt es da auch schon Gedanken zu, wie man da neue Kooperationen machen kann? Ja, technologisch haben wir da mehrere Möglichkeiten in beide Richtungen. Und wenn wir ganz groß denken, dann sprechen wir heutzutage alle von der Energiewende seit vielen Jahren. Und wenn man sich anguckt, was dann in aller Munde ist, da geht es immer um Elektrizität, um grünen Strom, Offshore-Windparks. Das sind alles die heißen Themen, die wir mitbekommen. Wenn man sich aber mal anguckt, wie der nationale Energieverbrauch ist, dann ist der elektrische Strom nur ein relativ geringer Teil davon. Also wenn wir Energiewende groß irgendwie realisieren wollen, dann müssen wir uns auch alle Felder angucken, wo wir Wärme und oder Kälte erzeugen mit fossilen Energieträgern in aller Regel, um die großen Ziele zu erreichen. Also da müssen wir noch viel machen. Und also aus dieser Sicht Abwärmenutzung gibt es durchaus auch Technologien, wie man aus Abwärme auf hohem Temperaturniveau Kälte erzeugen kann. Und im Fischereihafen durchaus auch Bedarf für Kälte. Man könnte also bestehende Kältemaschinen substituieren oder kombinieren mit Kälte aus Abwärme. Das sind alles Optionen, die wir uns auch angucken werden in dem Projekt. Wir haben also kleine Aufgabenstellungen auch außer Fisch, wo wir schon mal screenen, was geht noch so alles. Und man kann in Fernwärme denken, in Fernkälte denken. Und der spannende Teil für mich ist auch, dass für diese möglichen künftigen Anwendungsfelder dann auch irgendwelche rechtlichen Rahmenbedingungen gesetzt werden müssen, weil das gibt es ja alles noch nicht. Ne? Und wie sieht der Vertrag später aus mit der Wärmequelle und der Wärmesenke? Also Firma Lübbert, Firma Nordceram in unserem Beispiel, ja, das hat noch nie einer gemacht hier. Ne? Und das müssen wir alles irgendwie entwickeln. Wenn man sich genau diese Prozedere anguckt, was ist da, welche Akteure sind da wichtig, auch hier in der Stadt, noch neben den Projektpartnern jetzt hier? Ja, die Politik auch, die letztendlich Rahmenbedingungen am Ende des Tages auch für den Fischereihafen schafft, wenn wir dort letztendlich Trocknung ansiedeln wollen, ist die Stadt gefördert. Die BIS ist mit an Bord schon als Unterstützer, also ja. Das sind natürlich ganz wichtige Komponenten dabei. Vielleicht abschließend auch noch an Sie die Frage, Herr Gottschalk, wie das mit der Einbeziehung von jungen Studierenden ist in so ein Projekt. Ja, wir haben im Rahmen dieses Vorhabens sind gerade im Endspurt dabei, auch Mitarbeiter zu rekrutieren, die dann hauptamtlich auf diesem Vorhaben hier tätig sein werden. Und darüber hinaus werden wir bestimmt auch Studierende einbeziehen, insbesondere auch im Rahmen von Abschlussarbeiten, Praxisphasen, Abschlussarbeiten. Das sind diese insgesamt so ungefähr ein halbes Jahr dauernde Vorhaben, wo die dann mal anhand von realen Beispielen zeigen können und noch lernen können, wie das, was sie mal gelernt haben auf der Schulbank, dann fürs wirkliche Leben zu gebrauchen ist. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Auch Sie stehen nachher noch im Chat, neben Frau Reimold, auch noch zur Verfügung. Und ja, dann sehen wir uns dann nachher dort nochmal virtuell. Ja, bleibt im Grunde zunächst noch Ihnen zu danken, aber auch natürlich all denen, die jetzt hier interessiert zugeschaut haben. Das ging hier zumindest sehr schnell, dass die Zeit schon wieder fast abgelaufen ist. Wir hoffen, das war auch für Sie alle spannend und unterhaltsam. Und bevor wir in die Chaträume gehen, möchte ich es aber nicht versäumen, ganz herzlich noch allen zu danken. Einmal natürlich den Referenten und Referentinnen, Barbara Schieferstein, Imke Lang, Martin Schüring, Axel Gottschalk und Sven Brasch, ganz besonders auch dem SMB-Team mit Karin Vosseberg, Hans-Jörg Tröbner, Gerhard Feldmeier, Uwe Schendel, Carsten Harms und
Das können Sie gar nicht so genau sehen, weil das nämlich hinter der Kamera alles stattfindet. Das ist die Technik. Das wurde von Frau Vosseberg vorher kurz erwähnt. Aber deswegen auch nochmal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die ganze technische Unterstützung, das ganze Team um Oliver Radfelder, Benjamin Küter und auch Peter Siegholl, der hier die Raumgeschichten geregelt hat und sicherlich viele mehr, die ich jetzt hier sehe, die ich aber gar nicht namentlich alle kenne und bei denen ich mich aber auch sehr herzlich noch bedanken möchte. Das nächste SMB-Event ist vorgesehen für das nächste Frühjahr und da ich kein Hellseher bin, weiß ich nicht, ob es virtuell oder physisch stattfindet. Wir schauen, wir müssen uns an die Rahmenbedingungen halten. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir doch langsam wieder doch in Richtung Normalität kommen. Aber wir lernen und gerade eben auch hier unterstützt von der Informatik jeden Tag dazu, wie wir virtuell auch die Lehre machen und wie wir eben miteinander trotzdem arbeiten. Das geht Ihnen wahrscheinlich ja auch so mit den vielen Videokonferenzen und Homeoffice. Wichtig ist an der Stelle, bleiben Sie gesund und lassen Sie sich nicht unterkriegen und haben Sie herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, fürs Zugucken und nachher fürs Mitchatten. Danke.